Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Origins. Hier, ups, da waren nackte Leute im Bild. Wir sind hier immer noch in Kyrene unterwegs und der letzte Part war natürlich wirklich auch besonders, weil wir Flavius ausgeschaltet haben. Das war also storytechnisch ein sehr wichtiger Part, weil man darf ja nicht vergessen, der war immerhin hier die Krone unserer Feindespyramide. Wir haben zwar noch nicht alle gekillt, aber der war sozusagen schon so der oberste Boss und dementsprechend war der Part schon ziemlich wichtig. Und ich persönlich muss ja sagen, wir haben es sehr, also ich war mit meiner Leistung sehr zufrieden, wie wir da wirklich leise alle weggeschnitzelt haben. Ein paar von euch haben sogar tatsächlich meine Aufforderung, die eher so ein bisschen scherzhaft gemeint war, ernst genommen und haben dann gezählt, wie viele Leute ich da gekillt habe. Es waren, glaube ich, irgendwas zwischen 43 und 46, da gab es so ein bisschen unterschiedliche Zählungen, aber irgendwo dazwischen wird es gewesen sein. Aber ich finde, wir haben das eigentlich ganz gut gemacht. Und jetzt können wir hier in Kyrene weitermachen, wir haben hier noch eine ganze Menge Aufgaben und Missionen. Und hier ist zum Beispiel eine, die wir annehmen können. Das Schicksal unseres Gründers steht auf dem Spiel. So, der möchte mit uns sprechen, das ist ein Polizist. Das Schicksal des Gründers von Kyrene steht auf dem Spiel. Dann schauen wir doch mal, wie wir da... Im Aufruhr erreichte gar nichts. Zeus wird unseren Gründer beschützen. Philaketai, bitte. Bist du ein Beschützer? Ich bin kein Philaketai. Ich bin ein Magi. Oh ja, aber natürlich. Das hätte ich sehen müssen. Diese Leute verstehen nicht, dass unsere römischen Freunde zivilen Ungehorsam nicht mögen. Warum protestieren sie? Sie fürchten, dass mit unserem Gründer etwas nicht stimmt. Dem großen Bathos. Der Centurio hat das Grab verschlossen. Man munkelt, er habe die Toten geschändet. Er hinterließ eine gekritzelte Nachricht und ging zurück zur Akropolis. Bitte. Jemand muss der Sache nachgehen, ohne die Römer zu alarmieren. Und wenn dieser jemand irgendetwas findet, könnte er mich hier treffen. Und ich helfe ihm gern. Und dieser jemand könnten wir sein. Okay, ups, jetzt wollte ich... Ja, ich wollte eigentlich die Quest... ich habe zwei Tasten auf dem Controller. Die eine nimmt die Quest oben hin und die andere spurt die Zeit vor. Die habe ich die falsche genommen. So, jetzt aber. Finde heraus, warum Bathos Grab verschlossen wurde. Also das hier ist... Da liegt Bathos, der Gründer von Kyrene. Und das Grab wurde verschlossen. Und wir sollen jetzt sneaky herausfinden, warum. Ohne natürlich durch die Vordertür zu gehen. Wobei hier auch ein Zettel hängen, ne? Was steht denn auf dem Zettel? Auf Befehl des Prokonsuls. Das Grab des Bathos wird auf Befehl des römischen Volkes geschlossen. Wer versucht, sich Zutritt zu verschaffen, wird mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft. Centurio Cassius Albus. Okay, okay, okay. Also das Grab wurde geschlossen, soweit wissen wir Bescheid, aber warum wissen wir noch nicht und das werden wir jetzt herausfinden, indem wir einfach uns da irgendwo reinschleichen. Vielleicht ist ja irgendwo ein Fenster offen oben oder sowas oder durch die Decke vielleicht. Ohne, dass die das mitkriegen und wir nicht, dass wir nicht durch die Fronttür gehen. Ich vermute, dass man oben durch die... Das Pantheon in Rom, da ist auch oben ein Loch in der Kuppel und da kann man eben auch reingucken. Und genau, hier ist auch offen, seht ihr? Wir kommen nämlich dann übers Dach rein. Auch die Griechen halten ihre Toten in Ehren. Und jetzt leiden sie genau wie Ägypter. Okay, also das hier ist das Grab, es wurde aber geschlossen von außen. Schönes Mosaik hier mit dem Wasser in der Mitte. Fällt mir gut. Und hier liegt auch ein Papyrusrätsel, glaube ich, ne? Genau. Unterirdische Strömungen. Südlich von Kyrene in den grünen Bergen gibt es einen See, dessen Wasser aus einem magischen Bach kommt. Ich werde an der Quelle dieser Magie sein, wo das Wasser aus dem Nichts entspringt. Okay, Kyrene, See, da wissen wir natürlich Bescheid. Da waren wir schon, jetzt müssten wir dann nochmal zurück in die grünen Berge. Machen wir aber nicht heute. Wir gucken jetzt erstmal, was es mit dem Grab auf sich hat. Ich vermute ja, dass wir hier runter müssen. Ich meine, untersuchen können wir vielleicht auch oben, aber wir gucken erstmal hier unten. Warum hat man das Grab geschlossen? Hier sind Opfergaben und Blumen und Teppiche und alles. Das ist schön und gut, aber... Hier ist unser Grab. Hier wollen wir untersuchen. Und hier ist zum Beispiel ein Hinweis. Leer. Alkohol und Dummheit ist keine gute Kombination. Ah, okay. Hat jemand getrunken, oder wie? Über Bathos den Ersten. Das Orakel von Delphi prophezeite dem Volk von Thera, dass es sich auf Apollons Geheiß eine neue Heimat in Libya suchen soll. Aber das Volk hielt sich nicht daran und 7 Jahre lang fiel kein einziger Tropfen Regen. Der Gründer der Dynastie der Battiaden, Aristoteles Bathos I., besuchte das Orakel erneut. Führe die Theräer in das Land, in dem ein Loch im Himmel ist. Dies ist Zeus' Garten. Ich hätte jetzt gesagt Zeus, aber der Typ oben hat eben auch Zeus gesagt, deswegen spreche ich dir jetzt auch so aus. Ein Ort des Wohlstands und Überflusses, so nahm Bathos I. seine treuesten Gefolgsleute und siedelte im schönen Kyrene. Okay, dann wissen wir also auch wie und warum der hier ist, aber... Oder war... Die Gruft wurde geplündert. Die Römer haben nach etwas gesucht. Haben die Römer keinen Respekt vor den Toten? Okay, also die Leiche liegt noch drin, aber das Grab wurde geöffnet. Irgendwas fehlt hier.
Battos Medaillon. Mit diesem Medaillon brachte er Frieden und Ordnung in unsere Stadt. Wer diese Relikte besitzt, hält das Schicksal unserer großen Stadt in den Händen. Ja, da ist kein Medaillon, hä? Und Battos Bogen. Hier liegt König Battos. Mit seinem Bogen bezwang er unsere Feinde und alle Feinde des Sonnengottes. Deshalb hat Apollon ihn belohnt, indem er ihm einen Bogen gab, der so straff bespannt ist, dass man damit einen Adler vom Himmel schießen könnte. Aber auch der Bogen fehlt. Der Gründer wurde wohl mit diesen Schätzen begraben. Der Bogen und das Medaillon sind fort. Die Römer sind kaum besser als Grabräuber. Jetzt erfahren die Griechen, wie die Ägypter sich fühlen, wenn das Land, die Toten und die Relikte von einer Invasionsmacht entweiht werden. Ah, okay. Also Griechen und die Römer haben hier das Grab geplündert. So wie ja auch bei den Ägyptern viel geplündert wurde und Land weggenommen wurde, ne? Wir haben ja hier in Ägypten wirklich einen Clash der Kulturen. Römer, Griechen, Ägypter, alles prallt aufeinander. Und da gibt's halt immer wieder Konflikte. So, finde und beschaffe Battos gestohlene Relikte. Den Bogen und das Medaillon. Wir wollen, also den Bogen würde ich mir auch gerne selber einsnacken, so ist nicht, aber... Was war das jetzt für ein Geräusch? Gut, wir klettern wieder durch das Dach, durch das wir gekommen sind, auch wieder raus. Wenn wir jetzt plötzlich aus der Vordertüre rausspazieren, wirkt das ein bisschen verdächtig. Ach, ist das herrlich hier. Schaut euch diese Aussicht an, auf die große Arena von Kyrene. Ich freue mich schon auf wilde Kämpfe, die wir da noch haben werden. Heute nicht, aber demnächst. Und dann diese fette Hütte da vorne. Ich weiß nicht, ob es eine Villa ist von irgendwie ein privates oder ein öffentliches Gebäude. Aber sieht fast ein bisschen modern aus im Vergleich zu den sonstigen Gebäuden, die wir hier so haben. Sieht irgendwie moderner aus. Ich weiß nicht, ob es an den runden Bögen und dann diese... Fast wie so eine Fabrikhalle aus der Industrialisierung. Dann so mit Ziegeln und dann diese großen Fenster vorne. Sieht fast ein bisschen zu modern aus. Aber gut. Hat halt jemand Bock gehabt, mal modern zu bauen. Also, wir wollen die Relikte finden. Aber es sieht ja fast so aus, als wären beide Relikte hier in dem... In der großen Festung, in der wir aber ja schon waren. Dabei hatte ich das schon so schön aufgeräumt. Und jetzt müssen wir nochmal hin. Okay. Ich denke mal, die haben jetzt keine Lust, mich da reinzulassen. Ich benutze mal den Adler und guck erstmal, wo wir suchen müssen. Ja, also es sieht ja sehr so aus, als hätten die Römer hier aus der Festung heraus sich hier ans Grab gemacht, hätten da den Bogen oder das Medaillon geplündert. Und dann sind sie zurück hier in die Festung. Hätte ich das natürlich vorher gewusst, dann hätte ich das auch direkt mitnehmen können. Wir waren ja in der Festung, wir haben die komplette Festung aufgeräumt und hätte ich sie ja direkt mitnehmen können. Stattdessen muss ich jetzt nochmal hier in die Akropolis. Aber diesmal machen wir es nicht ganz so leise und wir werden auch nicht alle ausschalten. Das dauert mir sonst zu lange. Wir machen das ein bisschen schneller diesmal. Wir laufen einfach direkt zu unserem Ziel hin, schnappen uns unsere Beute und verschwinden wieder, ohne jetzt hier groß für Aufsehen zu sorgen. Ist zumindest mein Plan. Weiß nicht, dass das funktioniert. Noch wurde ich nicht gesehen, wenn wir uns jetzt hier reinschleichen. Ja, seht ihr? Hier liegt der Bogen. Das muss Battos Bogen sein. Der Bogen, der so doll gespannt ist, dass man damit einen Adler vom Himmel schießen könnte. So, den Bogen haben wir schon mal leider nur episch. Wenn er legendär wäre, hätte ich mir den direkt selber eingesteckt. Und der Kollege da vorne hat anscheinend das Medaillon. Dann müssen wir den ja loswerden, ha? Tut mir auch sehr leid. Aber wer Gräber plündert, der hat es nicht anders verdient. Battos Medaillon. Der Priester wird froh sein, die Relikte wiederzusehen. So, wir haben das Medaillon und den Bogen. Beides haben wir aus der Stufe 3er Akropolis-Festung hier. Beides rausgeholt, ohne Aufsehen zu erregen. Da muss ich sagen, bin ich auch wieder stolz drauf. Hat gut geklappt, oder? Wir sind wirklich nur rein, haben uns unsere beiden Sachen besorgt und jetzt können wir uns wieder davon machen. Aber ich dachte, wenn wir wirklich hier, wir gehen über die Mauer hin, holen uns die beiden Sachen, verschwinden wieder. Da hat man gar nicht den Bedarf jetzt hier groß noch, ne? Mit der Festung brauchen wir uns ja gar nicht mehr auseinanderzusetzen. Haben wir ja schon getan. Früher war das ja so bei Assassin's Creed 2 oder war das bei Brotherhood? Ich weiß es nicht mehr genau, aber da konnte man ja auch so Gebiete befreien. Da musste man dann auch eine Festung einnehmen und einen Captain killen und da musste man hoch auf den Turm und den Turm in Brand stecken und dann war aber dieses Gebiet auch befreit und man konnte dann danach immer wieder dahin, ohne dass da Gegner waren. Hier ist es halt so, wenn du eine Festung eingenommen hast komplett, dann, ja... Hast du die zwar, aber es kommen dann, es spawnen dann nach und nach wieder Gegner neu und dann ist die Festung auch wieder besetzt, ne? So, mein Lieber, ich habe die Relikte zurückgeholt. Euer Misstrauen war nicht unbegründet. Die Römer haben Battos Schatz geraubt. Hast du die Relikte? Ja, sie wurden nicht mit dem nötigen Respekt behandelt. Diese dreckigen Grabschänder. Ich bringe Battos Medaillon in Sicherheit. Die Legende sagt, wenn es die Stadt verlässt, verlässt uns auch unser Glück. Und der Bogen? Er soll wieder im Dienste der Kyrenaiker stehen. Bitte, behalte ihn und bring den Römern vielleicht etwas Respekt vor den Toten bei. Gerne.
Der Gründer muss dich geschickt haben. Lebe wohl, Magi. So, Gründungsvater, 3000 EP. Das war auch schon die erste Quest hier, die wir heute gemacht haben. Und die hat auch schon sehr gut geklappt. Und den Bogen tatsächlich bekommen. Habe ich mir fast gedacht, dass wir den dann behalten dürfen. Wobei natürlich, wenn er eigentlich ein Heiligtum ist und so, dann sollte der ja eigentlich zurückgegeben werden hier. Aber gut, wenn die wollen, dass wir den benutzen. Battos Bogen. Apollon befahl dem großen Battos von Kyrene, eine leuchtende Stadt an der heiligen Quelle zu bauen. Die Legende besagt, dass der König an jenem Tag einen Pfeil schoss, der den Himmel durchbohrte. Schöner Kriegsbogen, aber wir benutzen ja keine Kriegsbögen. Können wir eigentlich ausschlachten. Ist fast ein bisschen schade, so ein tolles Relikt auszuschlachten, aber was soll ich damit machen, ne? Apropos Waffen und Ausschlachten. Wir machen uns mal ganz kurz, bevor wir jetzt noch eine Mission machen, machen wir uns auf den Weg zum Schmied. Ich weiß nicht genau, wie viel Geld wir haben, aber ich möchte nach und nach die Waffen, die ich jetzt momentan benutze, die ich eigentlich gut finde. Ich bin zufrieden mit unserer Waffenwahl momentan. Das Schwert finde ich gut, das Schild ist super, der Bogen ist gut. Aber ich würde gerne nach und nach die Sachen dann mal auf eine höhere Stufe bringen. Eigentlich war ja der Plan, dass wir die alle auf 40 bringen, weil wir sind halt 40 geworden, Maximallevel und so. Und inzwischen geht es aber ja höher mit den Leveln. Ah ja, tatsächlich. Also es geht jetzt nicht mehr nur bis 40, sondern es geht jetzt höher. Das heißt, jetzt können wir die Waffen auch wieder höher machen. Jetzt müssen wir mal schauen, was denn am niedrigsten. Eigentlich macht es Sinn, vielleicht den Schild mal zu upgraden. Der ist 33. Vielleicht bringen wir den erstmal auf 42 oder was wir gerade sind. So, Schild von 33 auf 42 zu bringen, kostet 6240. Aber ich denke, wir machen das. Ich habe 8600. Das heißt, viel mehr als das Upgrade kann ich nicht machen, aber es war jetzt das niedrigste Item und dann haben wir wirklich einen guten Schild. Ich finde den optisch schön, der hat gute Werte und ja, jetzt bringt er auch nochmal eine ganze Menge mehr. Wir können ja auch mal ein bisschen was verkaufen. Ich habe alleine, ich glaube, 8 legendäre Schwerter oder sowas. Die brauche ich ja nicht alle, ich benutze die nicht alle. Auch unnötige Gegenstände können wir verkaufen, da kriegen wir, glaube ich, auch nochmal eine ganze Menge für. Jetzt haben wir schon wieder 5600. Ein bisschen Holz können wir verkaufen, 268, so viel brauche ich nämlich nicht. Bronze können wir auch verkaufen. Wer braucht denn 500 Bronze? Man muss sowieso sagen, die Ressourcen sind so ein bisschen unausgeglichen, ne? Also Bronze ist zwar ist unselten, deswegen kriegt man es oft, macht ja auch Sinn. Aber dann sitze ich halt auf 500 Bronze und was ich gar nicht kriege, sind diese Kohlenstoffkristalle, ne? Aber gut, wir können damit gut Kohle machen. Wenn ich jetzt immer hier 300 Bronze verkaufe, habe ich auch schon wieder 2000 mehr und dann kann ich schon wieder eine Waffe upgraden. Also, so, jetzt haben wir 8500, jetzt können wir noch was upgraden. Jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz schauen beim Equipment. Wenn ich jetzt hier so einen Bogen von 37 auf 42 bringe, kriege ich minimal Schaden dazu. Es kostet mich aber fast 8000, also ich glaube, das macht keinen Sinn. Wir warten lieber noch, bis wir wieder ein bisschen höher gelevelt sind. Dann haben wir das Geld und können dann direkt die auf 45 oder 48 bringen oder sowas. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Aber zumindest das Schild, das hat sich ja gelohnt. Von 33 auf 42. Weiter geht es da vorne mit der Nebenquest Die Mausefalle für Level 35. Da bin ich gespannt, was uns da erwartet. Das war jedenfalls eben die erste Quest. Machen wir doch direkt weiter mit der nächsten. Die Leute in Kyrene brauchen alle unsere Hilfe. Und wir sind natürlich immer gerne bereit zu helfen, ne? Als Magi und Beschützer. Und laut der Übersicht bei Uplay haben wir übrigens inzwischen 80% abgeschlossen. Aber da ist natürlich wieder das Problem, ich weiß nicht, was da alles reinzählt, ob das wirklich alles beinhaltet, auch Aussichtspunkte, Fragezeichen und so weiter oder nur die Hauptquests und so. Aber jedenfalls sind wir bei 80% und dann kommen aber ja noch DLCs, ne? Insofern, wir sind noch eine Weile beschäftigt. So, schönen guten Tag. Die seltensten und exotischsten Waren in Kyrene findet ihr bei der Maus. Und du bist die Maus, oder was? Du da! Großer, starker Ägypter! Ja, hier, ich... Dieses Mintos. Er verschandelt unseren Markt mit seinem wertlosen Tant. Wertloser Tant? Na gut, schauen wir mal, was die Mausefalle ist. Sind viele Ägypter in Kyrene? Die Maus urteilt nicht über dich. Aber du stichst heraus. Die Maus? Ein komischer Name, mein Freund. Ja, ja, ich bin die Maus, weil ich auch an die schwer auffindbaren Dinge komme. Wenn du mir zu meinem Geschäft folgst, zeig ich es dir. Ich habe Bögen, Klingen, Zepter. Du wirst nicht enttäuscht sein. Das garantiert dir die Maus, Herr... Bayek. Nun gut. Dann zeig, was du hast, Maus. Hast du keinen Ärger mit den Römern? Nun, du weißt, was man über unsere lateinischen Freunde sagt. Die Griechen haben den Dreier erfunden und die Römer haben Frauen hinzugefügt. Das war sogar ein guter Witz. Ganz kurz, weil die Quest, ich glaube, der Name der Quest spoilert natürlich ein bisschen, was passiert, ne? Wenn es heißt Die Mausefalle. Der erzählt uns, er hat tolle Waffen, wahrscheinlich will er uns in den Hinterhalt blocken. Unentdeckt bleibt, Herr Bayek. Mit meinem Aussehen muss ich das. Die Leute meinen, die Maus hätte nur Pech. Sie verstehen nicht, dass... Ja, siehst du, ich sag doch, ein Hinterhalt. Ich hab's doch kommen sehen, deswegen heißt es ja auch Die Mausefalle. Das war zu offensichtlich, wenn die Quest schon so heißt. Na gut, wir räumen mal eben auf hier. Hast du die denn angeheuert? Oder wollten die dich loswerden, ha? Hat er die angeheuert? Vielleicht auch nicht. Hat er jetzt nichts zu gesagt.
Die Griechen haben den Dreier erfunden und die Römer haben die Frauen hinzugefügt. Denkt mal drüber nach. Die Römerschweine haben eine Truhe mit in die Garnison genommen. Bitte holst du sie zurück. Und warum sollte ich das tun? Weil du weißt, wie es sich anfühlt, verachtet zu werden, unterdrückt von denen, die sich für was Besseres halten. Die Maus verendet auf der Straße, wenn niemand ihn unterstützt. Was wird dann aus den Kindern? Denkt denn niemand an die Kinder? Für meinen Retter würde auch eine üppige Belohnung rausspringen. Ich will nicht die Kinder auf dem Gewissen haben. Die Götter sollen dich segnen. Ich warte in der Taverne hinter den Badehäusern. Viel Glück, mein Freund. Also ich glaube ja, der Typ ist ein ziemlicher Quatschkopf. Beschaffe die Schätze der Maus aus der römischen Garnison. Ist das jetzt irgendwie so eine Konstante, dass alle Quests, die wir hier in Kyrene machen, irgendwie mit dieser Garnison zu tun haben? Oder wie ist das? Oder ist mit der Garnison nicht die große gemeint? Nee, da ist die kleine mit gemeint. Ich wollte gerade sagen, ob jetzt jede Quest hier in die Akropolis uns führt. Nein, das war die kleine, die haben wir auch schon eingenommen. Okay, die Garnison befindet sich in der Nähe des Nordeingangs. Die Maus hebt ihre Schätze in einer Truhe auf. Das heißt, wir suchen eine Truhe, die gestohlen wurde. Also war die Mausefalle kein Hinterhalt von der Maus gegen uns, sondern dem wurden von den Römern die Schätze geklaut. Ich werde mich drum kümmern. So, da vorne haben wir das Ziel auch schon lokalisiert. Dann schauen wir doch mal, was sich machen lässt. Sie schänden Gräber, sie berauben die armen Händler, die arme Maus. Aber was ein Quatschkopf. Wer denkt denn an die Kinder? Ja, ja, so kriegst du mich dazu, deine komischen Missionen zu machen. Ich glaube auch noch nicht an die üppige Belohnung, die er versprochen hat, aber wir werden sehen. So, ich habe mal wieder den Jagdbogen ausgepackt, den haben wir auch schon länger nicht benutzt, aber ich muss sagen, eigentlich mag ich den Jagdbogen sehr gerne. Vielleicht besorgen wir uns einfach die Truhe und verschwinden wieder. Wir brauchen ja gar nicht hier groß. Ach so, die ist wahrscheinlich auch unterhalb, ne, in dieser Schatzkammer. In der Schatzkammer waren wir schon. Jetzt müsste ich mich nur daran erinnern, wo da in der Eingang war. Aber da wir diese Garnison eigentlich schon eingenommen haben, will ich jetzt auch gar nicht so besonders leise hier. Habt ihr gar nicht verdient, dass ich leise vorgehe, Jungs? Wir haben eure komische Garnison hier schon eingenommen. Die habe ich schon eingenommen. Es sind zwar inzwischen wieder neue Römer hier, die haben die wieder neu besetzt. Ach genau, hier ging's runter. Ich wette, der Schatz ist hier unten, oder? Natürlich, hier ist ein Kistchen. Die Truhe der Maus. So, den schnappen wir uns. Jetzt ist nur die Frage, ob die mich so einfach hier von dann ziehen lassen mit dem Schätzchen. Im Endeffekt habe ich den nicht gestohlen, ich habe ihn nur zurückgestohlen. Nö, man muss es einfach so sehen. Ich habe das ja nicht geklaut, sondern ich habe es nur der armen Maus zurückgeklaut. Also eigentlich sehe ich mich nicht im Unrecht. Jetzt müssen wir nur gucken, weil ich wette, die wollen mich hier nicht gehen lassen. Ob die mich hier jetzt einfach so aus dem Tor rausspazieren lassen mit der Kiste oder nicht. Wir probieren es mal aus. So, tschüssi. Der hat ja gesagt, der trifft uns in der Taverne. Wir laufen also mal zur Taverne, bringen ihm sein Kistchen. Und dann bin ich aber mal gespannt, wie es mit der üppigen Belohnung aussieht. Aua, die wollen mich nicht gehen lassen. Ach so, ich muss da hoch leider. Es bringt nichts, ich muss hier wieder rein. Jungs, lasst ihr mich nochmal rein eben. Jetzt brenne ich auch noch. Okay, ich musste ganz kurz die Kiste fallen lassen, sonst wäre ich jetzt gestorben. Die wollen dann mich doch nicht, die wollen mich nicht ziehen lassen, die Jungs. Hier, seht ihr, die wollen Ärger. Ja, wenn ihr Ärger wollt, dann kommt her. Dann machen wir das. Ja, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr Bock habt, dann schnetzeln wir uns. Ist okay, können wir machen. Hatte ich jetzt eigentlich gedacht, wir können das verhindern, dass wir uns prügeln, aber wenn ihr da... Na gut, die wollen es nicht anders. Jungs, ich mach doch nur hier eine kleine Quest. Ich musste doch nur diese blöde Kiste zurückklauen. Ist doch kein Grund, jetzt hier so auszurasten, oder? Ich finde, wir hätten das auch alles viel stressfreier erklären können. Ich hole mir die Kiste und mach mich davon. Aber die wollten unbedingt einen Kampf und dann sollen sie den halt auch haben. Ist mir ja recht. Ein paar Römer mitnehmen. Hat uns halt nur ein bisschen Zeit gekostet. So, komm, gib mir die Kiste. Wir bringen dir den Typen jetzt. Jetzt mussten, weißt du, jetzt mussten hier locker 10, da liegen ja jetzt Leichen. Jetzt mussten hier locker 10 arme Männer dran glauben. Nur weil sie gerade mal mich nicht haben einfach ziehen lassen können. Mensch, Mensch, Mensch. So, wo ist er denn? Im Obergeschoss, glaube ich. Ist das hier ein Bordell oder was? Nee. Bitteschön. Ah, hier soll ich sie hinstellen. Okay. Du hast mein Leben zum zweiten Mal gerettet, Herr Bayek. Ich bin gesegnet. Gesegnet durch die Götter, die dich an diesem wundervollen Tag zu mir schicken. Die Maus will dich umarmen.
als ein Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Nein, danke. Dann Geld. Du sollst in Reichtümern schwimmen, die selbst Krösus erblassen ließen. Pass auf dich auf, Maus. Versuch nicht direkt in die nächste Falle zu tappen. Oh, welch Anmut, welch Verstand. Du verdienst mehr als bloßes Geld. Besuch mich später, dann gebe ich dir etwas Besonderes aus meinem Lager. So, die Quest ist abgeschlossen, wir kriegen 3000 EP. Und 1000, ey, das ist wirklich gar nicht so wenig. Ich dachte, er hat Quatsch erzählt, als er gesagt hat, er will uns reich entlohnen. Aber er hat wirklich Geld anscheinend. Als er da auf dem Markt saß und da stand ja auch jemand und hat sich über ihn lustig gemacht, da habe ich gedacht, er ist so ein Scharlatan, aber der hat ja wirklich Reichtümer und bezahlt uns ja ordentlich. Na gut, was haben wir hier noch liegen? Smintos, du Schurke. Ich weigere mich, dich mit diesem albernen Spitznamen anzureden. Was war es noch? Ratte, Wühlmaus, ist mir auch egal. Was mir nicht egal ist, ist die sogenannte Medizin für mein ganz spezielles Problem, die du mir letzte Woche verkauft hast. Ich habe mich genau an deine Anweisungen gehalten. Ich habe sie 2 Stunden vor meiner Abverabredung mit diesem Adonis beim Wolfsbau großzügig aufgetragen. Doch statt unvorstellbarer Genüsse erlebte ich unvorstellbare Qualen. Mein Leibdiener musste mir tagelang Eis auf meinen Leibdiener pressen, du verfluchte Halunke. Herr Bayek, meine Augen tränen vor Freude, dich zu sehen. Hast du gehört? Ein Schwarzmarkthändler will mir das Geschäft vermiesen. Na gut, aber es scheint jetzt so, als hätten wir erstmal noch keine neue Quest von ihm. Aber was wir noch haben, ist hier eine neue Quest, der Flo von Kyrene. Für Level 34. Dann schauen wir da auch noch vorbei. Und nach werden wir hier... Jung, ist dir bewusst, dass du nur eine Unterhose an hast? Na gut, das, ja, die Gedanken sind frei und Körper... Sein Körper ist auch frei. Also wir haben eine Maus und wir haben einen Flo. Jetzt haben wir, also die Maus von Kyrene haben wir schon ein ganzer Zoo am Start hier. Mäuse, Flöhe. Was kommt als nächstes? Den Löwen haben wir schon ausgeschaltet. Aber Mäuse und Flöhe brauchen noch unsere Hilfe. So, neue Quest. Der Floh von Kyrene. Springe vom Tempel des Zeus. Ich will immer Zeus sagen. Tempel des Zeus. Aber die haben eben gesagt Zeus. Wunderschön, die große Arena. Die Arena ist wirklich das. Also die Arena und das Akropolis da oben. Sind ja wirklich so die Blickfänger hier in dem Bereich, in der Stadt. Aber was ist das da hinten? Das ist sogar noch ein anderes Theater oder sowas, ne? Aber sogar eine Arena und so ein... Okay, aber wir sollen hier runterspringen. Fremder, hierher. Das war das Großartigste, das ich je sah. Und ich sah schon eine Schlange eine Katze verschlingen. Eine Katze, ehrlich? Und wer bist du? Eseokles, aber meine Freunde nennen mich Essio. Nun, Essio, ich bin Bayek. Wie hast du das gemacht? Kannst du zaubern? Springst du nochmal für mich und meine Freunde? Auf dem Weg erzähle ich dir von meiner Heimat, der fantastischen Stadt Kyrene. Wie könnte ich dieses Angebot ausschlagen? Geh voran, Essio. Meine Bande und ich geben dir eine Stadtführung, Bayek. Oh, eine Bande? Ja, ich bin das wichtigste Kind in ganz Kyrene. Das sieht man, Essio. Gehen wir zu den Bädern. Da laufen die Menschen nackt herum und lassen sich mit Ölen einreiben und massieren. Ich hasse es, wenn meine Haare nass werden. Du nicht auch? Deshalb habe ich es ja auch abrasiert. Und hinter den Ohren waschen auch, oder? Ja, ein reicher Römer aus der Zitadelle ließ es erbauen. Wie auch immer. Er gab 10.000 Drachmen für einen Boden aus kleinen Steinchen aus. Und das für einen Ort zum Waschen. Wenn ich groß bin, suche ich mir eine Frau, für die ich mich nie waschen muss. Solche Frauen sind schwer zu finden, Essio. Springe von der Spitze des römischen Bades. Okay, also Essio gibt uns eine kleine Stadtführung hier durch Kyrene. Ach, das ist das Badehaus, das Gebäude, was so neu aussieht. Seht ihr? Weil das meine ich nämlich, diese Bögen... oben von den Fenstern und die Ziegelsteine. Das sieht fast aus wie ein Bahnhof von 1800, noch was oder sowas, aber sehr cool, dass sie damals schon solche Gebäude gebaut haben teilweise. Also ein reicher Römer ließ das hier bauen, ein Badehaus mit Mosaikboden für 10.000 Drachmen. Sieht aber auch toll aus, solche Böden, Mann. Das sieht wirklich toll aus. Kann man nichts gegen sagen. Ezio, seine Freunde nennen ihn auch Ezio. Ezio Auditore da Firenze. So. Das wäre sein Todesurteil. Na klar, mein Junge. Das mache ich mit geschlossenen Augen. Pass auf, guck mal hier, wie ich springen kann. Schau mal her. Man kann so hoch klettern, oder?
Ein paar dieser Angsthasen dachten, so etwas habe ich noch nie gesehen. Ich habe nie an dir das gezweifelt. Das ist unmöglich, oder? Ich war mir selbst nicht sicher, Ezio. Durch die Luft wie ein Adler. Wohin als nächstes? Du bist Ägypter, ja? Mein Vater sagt, ihr betet andere Götter an als wir Griechen. Wir haben ein paar gemeinsam. Wie Serapis. Oh ja, Serapis. Hab von ihm gehört. Apollon ist mein Liebling und er ist griechisch. Er mag Poesie, Musik, Wein und das ganze Zeug. Aber ich finde ihn gut, weil er Pfeil und Bogen hat und gerne jagt. Jagst du auch gerne, Bayek? Oh ja. Ich habe immer mit meinem Sohn gejagt. Wenn du von Apollons Tempel springst, dann sieht er dir vielleicht vom Olympus zu und belohnt mich mit meinem eigenen Bogen, damit ich im Wald Hasen jagen kann. Das würde ich gerne sehen. Okay, also jetzt ist schon die ganze Kinderbande mit dabei. Jetzt haben wir nicht nur Ezio, sondern noch die ganze Bande mit dazu. Was ist er? Ist Apollon nicht beeindruckend? Das ist natürlich eine Quest, die man hätte am Anfang machen sollen. Wäre cool gewesen, wenn der Junge quasi, wenn wir zum ersten Mal in die Stadt kommen, zu uns läuft und uns die Quest anbietet, weil dann hat man direkt mal eine kleine Stadtführung. Jetzt waren wir ja an den ganzen Orten schon. Wir waren schon hier am Apollonion. Aber gut, ja, kann ja nicht schaden, wenn der uns noch ein bisschen Hintergrundgeschichten erzählt. Wie zum Beispiel über das Badehaus mit den 10.000 Drachmen. Okay, wir hinsehen. Ich kletter hoch und spring runter. Die Jungs wollen halt einfach sehen, wie ich von den Dächern springe. Und wenn die das toll finden, dann machen wir das natürlich. Alles für die Kinder, ne? Alles für die Kinder. Mit Zuschauern. Ich springe öfter von Dächern runter, aber meistens habe ich keine Zuschauer. Jetzt haben wir wirklich eine ganze Zuschauerschar noch dabei, die uns hier bewundert. Das ist auch mal schön. Und ich habe ihn gefunden. Jetzt wird Apollon mich sicher belohnen. Geschafft! Du hast es geschafft! Unser Freund Bayek macht das Unmögliche möglich. Auf zum Apollon nächsten Apollon zeigte Battos seine fruchtbare Stadt. Und führte Battos Gefolgschaft als Rabe nach Libyen. Gott, so viele Kinder. Wer hat denn sowas zu verantworten? Weg mit den Drecksplagen. Ich hasse Kinder. So, was kann ich für dich tun? Nun, du hast mir eine Herausforderung versprochen. Da oben darf niemand hin, außer den Römern. Aber du siehst aus, als kämst du mit ein paar mickrigen Legionären klar. Bist du bereit, Bayek? Ich präsentiere die Akropolis. Okay, da waren wir ja auch schon oben. Lass dich bloß nicht erwischen. Und Hera, diesmal sogar... Das ist zu hoch. Na los, spring, Bayek. Spring von der Spitze des Turms. Die Kinder sind aber schon brutal, ich weiß, ne? Du schaffst das. Fürchte dich nicht vor dem tiefen Wasser. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Die Kinder sind schon brutal. Stell mal vor, Bayek springt runter und stirbt einfach, weil er unten auf dem Boden aufklatscht. Und die Kinder so, spring, Bayek, spring, du Sau. So, Moment, ich muss mal ganz kurz hier... den einen loswerden, der will nicht, dass ich hier vom... Hör mal, ich muss das für die Kinder, da hast du doch nichts gegen. Guck mal, nur für die Kinder, das ist nur zu Unterhaltungszwecken. Ja, die Kinder wollen, dass ich hier runterspringe. So, pass auf. Seid ihr bereit, Jungs und Mädels? Los geht's. Kannst du nicht nochmal springen, Bayek? Bitte, es ist mein Geburtstag. Lügner, der war letzten Monat. Lasst ihn in Ruhe, lasst ihn doch. Er ist nicht euer Sklave. Er ist ein wichtiger Mann und er hat wichtige Dinge zu tun. So Geht sieht's wohl, aus. Bayek. Komm wieder, wenn ich älter bin. Dann heiraten Ich hab wir. Schon eine Frau, aber wir können... Glaubst du, mit etwas Übung können wir auch so springen? Lasst es lieber, versucht es nicht. Vor allem, was Bayek für ein schlechtes Vorbild ist, Mann. 20 Kinder gucken ihm zu, wie er von irgendwelchen Dächern springt. Und jetzt wollen die das natürlich nachmachen. Bayek ist dann demnächst schuld, wenn hier lauter Kinder von irgendwelchen Dächern springen und unten aufklatschen. Na toll. Gutes Vorbild, sehr gutes Vorbild. Diesen Tag vergesse ich nie. Wir sollten ihn feiern. Ich ernenne dich hiermit zum Floh von Kyrene. Es ist mir eine Ehre. Mach's gut, Ezio. Und mach keinen Ärger. Ich kann's nicht versprechen, aber ich versuche es, großer Floh. Ich hoffe, du kannst bald wieder mit deinem Sohn jagen gehen. Das tue ich auch, mein Junge. Na gut, aber immerhin kriegen wir 2250 EP, dafür, dass wir ein bisschen von Dächern gesprungen sind. Flo, ich habe meiner Schwester von dir erzählt und jetzt lässt sie Diokles links liegen. Seht alle her, das ist der Flo von Kyrene. Ja, ich bin der Flo von Kyrene. Und offiziell, auch wenn unser Sohn tot ist, bleibt Bayek ja ein Vater. Und ja, ist jetzt offiziell der Vater, der das schlechteste Vorbild für Kinder ist. Von Dächern springt. Na gut, wir haben die Kinder glücklich gemacht und unterhalten, aber das kann man doch nicht machen, sowas. Bayek, Mensch. So, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 3 Missionen haben wir gemacht. Weiter geht's beim nächsten Mal fleißig mit Missionchen in Kyrene. Und bis dahin, alles Gute, euer Walle. Bye, bye.